Also das Projekt Oper für Jung und Alt soll kulturelle Teilhabe ermöglichen. Und das vor allem in einem den Bedürfnissen der Zielgruppe angepassten Rahmen. Wir haben Opernvorstellungen von der Dauer von ca. 60 Minuten. Wenn wir ankündigen, wir fahren wieder in die Oper, dann freuen sich die Bewohner schon. Dann wird gefragt, was kann ich denn da anziehen? Dann ist natürlich die Aufregung ganz groß. Dann wird schon immer ganz viel erzählt. Und weißt du noch, wir waren doch letztens auch schon in der Oper. Also man hat Plätze vorne, wo man gut reinkommt. Man hat Leute, die sagen, oh, ich nehme mal den Rollator beiseite, ich packe ihre Jacke und so, dass wir barrierefrei reinkommen, dass wir eine Zeit haben, die gut passt. Das alles macht die Sache natürlich wirklich leichter. Das hat schön gemacht. Hätte ich meiner Tochter doch gefallen. Eine Besonderheit des Projekts ist der gemeinsame Vorstellungsbesuch von Kindern und Menschen mit Demenz, weil die Leichtigkeit und Offenheit, mit der Kinder eine Vorstellung erleben und vor allen Dingen das auch nach außen tragen, überträgt sich auch oft auf die älteren Menschen. Es waren ja so viele Kinder. Es war ja brechend voll. Toll. Ich mag Kinder sowieso. Kinder, Pflanzen und Musik, das sind ganz wichtige Elemente. Also wir haben das vielfältig erlebt im Nachgespräch, dass alte Erinnerungen wachrufen werden. Doch, ich hatte drei Kleider, die ich also brauchte für den Chor. Immer langer Rock und weiße Bluse war immer Pflicht, wenn wir auf der Bühne waren. Ist aber schon lange her. Also es gibt diese beiden Komponenten, dass einmal diese persönlichen Erinnerungen aus dem eigenen Leben wachgerufen werden und aber auf der anderen Seite, dass auch der Opernbesuch emotional so berührt, dass er auch Wochen später noch immer erinnert werden kann. Einige Tage nach dem Opernbesuch komme ich dann in die Einrichtung und dann sprechen wir noch mal über das Opernerlebnis. Ich bringe Inszenierungsbilder mit, die dann einfach noch mal zusammen angeschaut werden. Solche Opernerlebnisse gelingen mit den Demenzkranken, die uns besucht haben, dann trägt es doch ganz wesentlich zur Gesundheit bei. Gibt mir einfach ein gutes Gefühl, auch für die Bewohner etwas zu gestalten, was nicht so zum normalen Alltag gehört. Und das stärkt mich auch in meinen Aufgaben. Und wenn ich die fröhlichen, leuchtenden Augen sehe, dann gibt mir das einfach ganz viel zurück. Ich fand das eine ganz tolle Aktion. Ich habe Ihnen ein Stück mitgebracht. Nochmal, die drei Strolche kommen auf die Bühne und haben sich vom König dieses Weinfass erkauft. Als die Träume geboren, la 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 la, krass sie in ein Jägerhorn, la 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 la.
Also ich bekomme oft von Betreuern oder Angehörigen auch zurückgemeldet, dass es ein besonderes Erlebnis ist, was den Alltag nochmal durchbricht und aufwertet. Also für sie war dieser Opernbesuch eine wirkliche Bereicherung. Ich denke, dass diese Ressourcen, die gerade die Oper birgt, mit dieser Verschmelzung von Geschichten, Musik und Gesang, dass das noch viel zu wenig genutzt ist. Das, was wir hier machen, das ist mal ein kleiner Anfang, aber das muss natürlich sich ausweiten, das sollte selbstverständlich werden. Und darum finde ich, dass man dieses Genre Oper noch viel mehr nutzen muss, um in die Gesellschaft hinein zu wirken, auf eine, ich möchte mal fast sagen, spielerische, schöne, unterhaltsame Art. Applaus